Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. In meinem heutigen Video testen wir virale Produkte und zwar in so einer kleinen Werbung versus Realitäts-Edition, denn ich habe das ein oder andere bestellt, das ich in letzter Zeit oder auch schon in den letzten Monaten so oft auf Social Media gesehen habe und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, als ich gesehen habe, wie es angekommen ist und deswegen wird das, glaube ich, eine richtig lustige Runde. Außerdem sind noch ein paar Produkte dabei, bei denen ich schon die ganze Zeit gezweifelt habe, warum die genau viral gehen, weil ich sie persönlich als super eklig empfinde und deswegen finde ich, ist das doch ein wunderschönes Videothema. Ich habe mich jetzt hier hingesetzt, alle Produkte sind vor mir und wir starten direkt. Das erste Produkt ist tatsächlich auch schon eine absolute Fail. Und zwar kam das hier bei mir an. Dieses Produkt hier wurde einfach online als Drunk Elephant Bronzing Drops beworben. Und das hier kam bei mir an. Es ist eine ganz andere Brand. Es ist einfach nur eine billige Kopie davon. Und wenn ich weiß, was es ist, man soll einfach einen Tropfen davon zu seiner Tagespflege hinzufügen und das Ganze vermischen. Und das hat dann einen natürlichen Bronzing-Effekt fürs Gesicht. Und das Ding ist, wie ihr seht, ich bin ja schon bereits geschminkt. Das ist jetzt eigentlich der erste Schritt der Skincare-Routine. Ich habe dieses Produkt hier bereits eben getestet, deswegen stehe ich auch noch so ein bisschen unter Schock und zeige euch jetzt einmal ganz kurz, wie das so in der Anwendung performt hat. Ich fühle mich ein bisschen unwohl dabei, das auf mein Gesicht aufzutragen, aber okay. So sieht es dann jetzt aus. Ich werde jetzt etwas davon zu meiner Feuchtigkeitspflege geben. Ein Tropfen reicht angeblich. Das hat gar keine flüssige Konsistenz, sondern so eine feste. Okay. Ich glaube, ich sollte das hier nicht machen. Aua. Genau in dem spannendsten Moment wurde ich angerufen. Auf jeden Fall, ich habe jetzt alles verblendet. Seht ihr einen Vorher-Nachher? Ich schneide das mal gerade so nebeneinander. Seht ihr da einen Unterschied? Meine Haut an sich fühlt sich natürlich gut an, weil das ist auch eine Feuchtigkeitspflege, die ich einfach super gerne mag. Aber ansonsten, Freunde, ich glaube, ich habe da gerade 9 Euro umsonst ausgegeben. Och nee. Ich hatte nach der Anwendung auch noch mal kurz gewartet. Nein, ich bin nicht davon brauner geworden. Das, was aktuell gebräunt aussieht in meinem Gesicht, ist einfach nur der Bronzer, den ich in sehr vielen Schichten aufgetragen habe, weil ich sehr, sehr traurig war, dass dieses Produkt mir keinen schönen Sommertraum gegeben hat. Und ja, es ist allein schon der größte Fail, weil es nicht das ist, was online dazu steht und weil es noch nicht mal eine Drop-Konsistenz hat, Leute. Selbst die einfachste Bedingung, dass Drops Tropfen konnte dieses Produkt, das mit Drops wirbt, nicht erfüllen. Also wenn das nicht mal ein Flop ist bei einem so viralen Produkt, da weiß ich auch nicht. Es geht weiter damit. Das hier ist ein farbwechselnder Lippenstift, der quasi einen Tattoo-Effekt hinterlässt. Also der ist blau, den trägt man auf die Lippen auf, dann lässt man das trocknen, dann wischt man sie ab und dann bleibt die Farbe. Also nicht die blaue Farbe, sondern das ist ja ein farbwechselnder Lippenstift. Das ist dann ein schöner Pinkton. Okay, und bevor wir uns das Produkt genau anschauen, schauen wir doch einfach mal, was online dazu steht. By the way, kennt ihr eigentlich Opera? Das ist der Browser, den ich immer nutze, auch privat. Und den mag ich sehr gerne. Also falls ihr da noch nicht umgestiegen seid, dann schaut euch das Ganze vielleicht auch mal an. Der Opera-Browser ist nämlich schneller, sicherer und intelligenter als so die ganzen Standard-Browser, die ihr wahrscheinlich kennt. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, das selber mal zu testen. Der Browser hat auch wirklich einige Features, die mir bei der Arbeit das Leben erleichtern und die mich einfach produktiver und effizienter meine Dinge erledigen lassen. Deswegen dachte ich mir, zeige euch das einfach mal ganz kurz. Zum Beispiel Aria, das ist eine Funktion für Echtzeitinfos, die euch eure Fragen einfach sofort beantworten kann. Ihr könnt sogar Inhalte generieren, einfach basierend auf euren Ideen und das Ganze eben nur mit ein paar Klicks. Nutze ich sehr oft, liebe ich. Snapchat finde ich auch sehr geil, da könnt ihr einfach genau das einfangen, was ihr wollt. Das heißt, erstellt, bearbeitet und teilt einfach den perfekten Online-Screenshot. Ihr könnt Text hinzufügen für so Memes, euer Selfie verschönern oder einfach Sticker einsetzen. Das Tool ist auch kostenlos und eben im Browser integriert. Und das allerbeste, Tab Islands. Mit dem Feature könnt ihr eure Tabs ganz einfach organisieren und planen. Sparen, bei mir definitiv notwendig. So könnt ihr dann mühelos im Internet rumsurfen und ihr könnt eure Tabs sogar contentbasiert gruppieren. Schaut euch das Ganze unbedingt mal an. Ich packe euch einen Link zum Opera-Browser in die Infobox. Und dann schauen wir jetzt mal, was dazu online steht. Dieses Lip-Tint soll natürlich auch den ganzen Tag lang halten und ein schwereloses Gefühl auf den Lippen hinterlassen, da es ja in die Lippen einzieht. Fragen wir es mal auf. Okay, das ist blau-blau. Okay, und jetzt warten wir 30 Sekunden bis eine Minute. Je länger man wartet, desto stärker wird das Ergebnis. Und dann wische ich das mit einem feuchten Tuch ab. 2000 Jahre später. Okay, Zeit abgelaufen. Es spannt einfach nur. Mein Gott, ist normal, dass man sich dann so das Handtuch versaut? Getönt sind sie, Werbesprechen erfüllt. Finde ich tatsächlich ganz cool. Ich merke aber auch, dass man sich echt Mühe geben muss, das aufzutragen, weil ich habe so ein bisschen einfach nur drauf geschmiert und ich wünschte, ich hätte es ein bisschen ordentlicher gemacht, denn es ist an einer Stelle ein bisschen ungleich, aber an der Stelle habe ich es auch ungleich aufgetragen. Ich wusste nicht, dass man das dann direkt so sehen würde. Von blau geht's weiter zu blau. Dieses Produkt hier testen wir jetzt. Das sind so Hot Chili Pepper
Tortilla-Chips in Blau. Ich kann euch dazu eigentlich fast gar nichts sagen, außer dass es spicy sein soll, nach Pfeffer schmecken soll und dass sie blau sein sollen. Das sind so die Werbeversprechen. Deswegen öffnen wir das einfach mal. Okay, das ist gar nicht so ein schönes Blau. Man sieht einfach so hart, dass die Tortilla-Chips nicht blau sind, sondern ganz normal gelb und einfach nur die Würzung blau ist. Während sie hier ganz blau sind, also wie eingefärbte Tortilla-Chips. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist ein Unterschied. Werbung versus Realität. Diese Tortilla-Chip hat eine ganz normale Farbe. Sie hat einfach nur ein blaues Gewürz dran. Okay, ich habe jetzt schon das Gefühl, mir wird schlecht davon. Oh mein Gott. Warum gehen solche Sachen viral? Das ist... Ihr könnt ja auch wunderbar sehen. Also einfach nur eine helle Tortilla-Chip ist mit blauem Gewürz. Und das Gewürz ist einfach nur schrecklich. Viel zu viel. Einfach nur Pfeffer. Einfach blauer Pfeffer. Das ist Schrott. Warum geht sowas viral? Fun Fact, Jonas hat sie aufgegessen. Oh mein Gott. Wir machen weiter damit. Ich krieg da ja schon fast Anxiety, dass wir das jetzt hier gemeinsam testen werden. Aber wer das nicht kennt, ich lese euch mal kurz vor, was das hier eigentlich ist. Hierbei handelt es sich um eine eingelegte Gewürzgurke. Also eine Gurke, die einfach so riesengroß ist. Angeblich ist sie wirklich mit nichts auf dem deutschen Markt zu vergleichen. Sehr viral auf Social Media. Und ich habe sie in der Geschmackssorte Sour Pickle. Das ist auch so eine der beliebtesten, die gibt es in ganz vielen verschiedenen Varianten. Und dann probieren wir sie doch mal, ob sie den Hype verdient hat. Und ja, so öffnen wir das Ganze mal. Ich muss ja sagen, also eigentlich mag ich Gurken, also Sauergurken. Diese Verpackung ist halt irgendwie auch ein bisschen wild, weil so viel Flüssigkeit da drin ist. Das sieht so widerlich aus. Ich muss da eine Aufnahme kurz davon machen. Der Geruch ist ein absolutes Problem für mich. Okay, ich reiße mich jetzt zusammen, ich beiße jetzt einfach rein. Okay, oh mein Gott, sie ist halt auch noch weich und nicht so hart. Okay. 1, 2, 1. Nein, die Konsistenz ist ja fürchterlich. Was ist das für eine Konsistenz? Es ist weich und hart gleichzeitig. Das Nein, das geht nicht. Oh. Hä? Warum essen Leute das freiwillig? Du sollst auch mal hier reinbeißen. Okay. Jonas ist jetzt hier. Und ich reiche mal hoch, ja? Ach, da ist ganz viel Flüssigkeit drin. Mhm. Kann ich da jetzt reinbeißen? Ja, bitte. Probier du mal. Großen Bissen? Ja, mach einen großen Bissen. Ist gut? Ja. Ist lecker? Ja. Naja. Nicht so lecker. Hast du so viel von der Gurke gegessen? Mhm. Das war aber ein sehr großer Bissen. Ja. Finde nicht so lecker. Also die normalen aus dem Glas hier von Aldi schmecken besser. Okay, kurze Zeitinfo, 2 Tage später. Jonas hat einfach die ganze Gurke aufgegessen. Wie war sie, Fazit? Schon irgendwie ekelhaft, aber dann halt auch irgendwie zu reizvoll, sie nicht zu essen, sie zu essen. Was war besser von den beiden Sachen? Definitiv die Tortillas. Echt? Ja, viel besser. Wir machen weiter damit. Und dazu habe ich auch einen sehr, sehr spannenden Vergleich, wie ich finde. Das hier ist so ein Haarstyler ohne Hitze. Wenn ihr Social Media in den letzten 3 Jahren mal geöffnet habt, dann habt ihr das hier wahrscheinlich auch schon sicher entdeckt. Und das hier hat 5 Euro gekostet und geht sehr viral auf Social Media. Allerdings, dachte ich mir, das wäre sehr schlau, das mal damit hier zu vergleichen. Ich habe mir nämlich auch vor langer Zeit so ein Curling-Set gekauft. Allerdings, wie gesagt, das hier kostet 5 Euro, das hier 35 Euro. Und da wollte ich mir einfach mal anschauen, macht das bei diesem Produkt tatsächlich Sinn, so viel Geld auszugeben, oder tut es die billige Variante auch? Spoiler, wenn ich nur beide Sachen schon mal in der Hand halte, kann ich euch direkt sagen, dass es ein gigantischer Unterschied ist. Aber vielleicht erstmal kurz zu den ganzen Fakten. Das hier ist das Produkt, das ich selber bei mir bereits zu Hause habe. Das ist ein Seide-Curling-Set, hier auch mit so Haargummis dabei. Das besteht aus Charmeuse-Seide. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Es ist atmungsaktiv, hypoallergen, feuchtigkeitsspeichernd und ich bin tatsächlich sehr, sehr zufrieden mit diesem Produkt. Seide ist ja generell bekannt dafür, wenn man seinen Haaren etwas Gutes tun möchte, dass man
man dann zum Beispiel auch als Seidenkopfkissen etc. zurückgreift. Deswegen war es mir persönlich auch wichtig, wenn ich mal so ein Curling-Set habe, dass ich dann auch eins aus Seide verwende. Und es ist auch richtig schön weich und ich bin wirklich zufrieden damit. Und dann habe ich mir jetzt mal die günstigere Variante dazu geschnappt. Und der besteht tatsächlich einfach aus Polyester und Elastolien. Ich bin kein Experte, was das Thema angeht, aber auf jeden Fall nicht Seide. Ich muss sagen, das ist so ein Produkt, das kauft man sich eigentlich einmal im Leben und dann hat man es für die nächsten 30 Jahre im Badezimmerschrank, denn ihr seht, das hier sieht einfach auch noch original aus wie neu. An so Sachen kommt normalerweise auch nichts dran. Deswegen, ich für mich bin auf jeden Fall sehr happy, dass ich mich da eigentlich für die teure Variante entschieden habe. Muss auch sagen, die ist auch viel weicher und angenehmer, um darauf zu schlafen, als diese Variante hier, die wesentlich fester ist. Also es macht einen unglaublichen Unterschied. Es ist jetzt natürlich super schwierig, euch Qualität so genau im Detail zu zeigen, aber die beiden nebeneinander, so, ich lasse jetzt beide mal los. Vielleicht habt ihr jetzt schon mal einen Eindruck, welches angenehmer und bequemer sein könnte, um darauf zu schlafen. Also, ja, das ist wild. Nein. Das ist hier das Teure ist dagegen wirklich ein Traum. Also falls ihr euch schon mal gefragt habt, hey, lohnt es sich da auf die teure Variante zurückzugreifen? Ich finde schon. Kurzer Zwischenschnitt, die Zukunfts-Julia hier. Leute, ihr glaubt nicht, was ich gerade in der Drogerie entdeckt habe. Eigentlich wollte ich diese ganzen Produkte hier auch schon im Video testen. Das sind so virale Drogerieprodukte, die ihr momentan findet. Und zwar hat ja Essence zum Beispiel auch einfach ein neues Sortiment rausgebracht. Und da sind auch nice Sachen dabei. Und die Produkte gab es die ganze Zeit nicht. Ich war in 6 DMs. Und jetzt einfach im 7., jetzt wo das Video abgefilmt ist, habe ich alles bekommen. Deswegen schreibt mir sehr gerne mal in die Kommentare, ob ich diese ganzen Produkte dann in meinem nächsten YouTube-Video testen soll. Oder meint ihr, bis dahin ist der Hype sowieso vorbei oder euch passiert das nicht, weil die Produkte sowieso schon gefühlt ausverkauft sind. Deswegen, ja, lasst es mich wissen. Schreibt mir in die Kommentare. Ich hoffe sehr, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Ich überlege tatsächlich auch, mal wieder ein paar mehr YouTube-Videos hochzuladen, also jeden zweiten Sonntag. Lasst mich da mal in den Kommentaren wissen, ob ihr Bock darauf hättet. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich sogar schon nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.